nach einer ganz einfachen Lösung, Programme zu verbieten, die dazu geeignet sind, auszuspähen. Das große Problem ist, dass diese Programme eben meistens nicht mit dem Zweck, auszuspionieren, erstellt werden, sondern dass es sogenannte Dual-Use-Programme sind. Es sind also Programme, die vornehmlich mit dem Hintergrund erschaffen wurden, dass Systemadministratoren, Techniker diese Programme nutzen, um tatsächlich Funktionalität in technischen Systemen herzustellen und dafür zu überprüfen, ob beispielsweise Netzwerke so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Die Politik kann nicht die Grenze definieren von einem Dual-Use-Programm. Ab wann ist es böse, ab wann ist es gut? Das macht am Ende derjenige, der dieses Programm benutzt. Das, was die Politik machen kann und was auch die Freien Demokraten wollen, ist die Aufklärung der Bürger zu stärken, die Bürger zu befähigen, dass sie sich selbst schützen können, indem sie ihre Daten nur verschlüsselt übertragen beispielsweise. Wir treten auch dafür ein, dass mehr Transparenz herrschen muss darüber, wie eigentlich Applikation, Software mit meinen Daten umgeht, damit ich als Nutzer dieser Applikation auch einschätzen kann, was passiert eigentlich mit meinen Daten und möchte ich das auch.